Hallo erstmal, schön hier zu sein. Ich bin jetzt erst gekommen und das fiel mir durchaus nicht leicht. Und die Erlaubnis musste ich mir einfach von jemand anders abholen, dass ich es wagen darf, nur meinen Vorschlag zu machen und dann wieder abzuhauen. Und darum geht es auch so ein bisschen in dem Vortrag, darauf komme ich zu sprechen. Erstmal, der Titel ist ja Homöopathie und Orthopädie, also ich komme aus der Physiotherapie, bin Physiotherapeutin, mache viel Körpertherapie und mir ist mit der Zeit aufgefallen, ich habe erst die Physio-Ausbildung, dann die Homöopathie-Ausbildung gemacht. Mein Zugang ist einfach über die Hände. Ich kann die Leute besser lesen, ich kann die Leute besser fühlen. Es geht alles für mich leichter über die Berührung und den Hautkontakt. Und die Kombination, davon würde ich euch heute gerne erzählen. Körperliche Nähe, wie wahrscheinlich jeder weiß, ist ein Grundbedürfnis für uns Menschen. Und gerade im Zeitalter der Digitalisierung und des immer schneller Werdens rückt es so ein bisschen in den Hintergrund. Für einige ist es vergessen, also dieses Berühren, wie wichtig das ist. Es gibt Studien dazu, dass die Leute erst zu ihrem Handy morgens greifen, das allererste, was sie machen, sie greifen zum Handy und nicht zu dem Menschen, der neben ihnen liegt. Und wenn man es gibt so eine Wochenberichtszeit, das ist erschreckend, wenn man dann sieht, wie viele Stunden man an dem Handy verbracht hat. 4 bis 6 Stunden teilweise steht da, hat man dieses Ding in der Hand, anstatt dass man andere Leute anfasst. Einige von uns berühren immer noch gerne und viele sagen auch, mir reicht das, wenn ich meine Haustiere berühre. Das ist genug für mich, aber auch da haben wir herausgefunden, Pflanzen, Haustiere, nichts ist so wertvoll wie menschliche Berührung. Das kann einfach durch nichts ersetzt werden. So ist es. Das ist ganz normal. Eltern und Kinder kuscheln viel. Irgendwann gehen die Kinder dann auch zu kuscheln. In Partnerschaften ist es auch normal. Bei Freundschaften ist es für einige Leute auch noch normal zu kuscheln. Aber es kommt eigentlich viel zu kurz. Ich habe das jetzt erlebt mit diesem Berührtwerden, also ich werde sehr gerne berührt, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, von wem und wann. Und gerade mit diesem Babybauch ist man ein Magnet für Anfasser. Und zwar für unerlaubtes Anfassen, einfach weil es, glaube ich, ein Glücksgefühl auslöst und die Leute wie mit Begeisterung sofort an den Bauch ankaschen. Das kann auch schön sein, aber nur dann, wenn die Leute mit Respekt einem sozusagen gegenübertreten und sagen, oh, das ist so schön, und dann die Freude äußern, darf ich mal? Und dann habe ich die Entscheidung noch zu sagen, ja oder nein. War aber ganz oft nicht der Fall und fremde Leute, andere Menschen, batsch, waren an den Bauch. Und ich finde, das ist doch mal ein Unterschied. Es gibt die Rubrik Abneigung gegen angefasst werden. Ich finde aber, dass das Babybauch nochmal eine andere Geschichte ist. Also angefasst werden ja, aber dann möchte ich gerne, dass der Gegenüber einen Kontakt zu mir aufgebaut hat und auch guckt, wie bin ich denn drauf. Ohne diesen Aufbau von Kontakt finde ich Berühren unangenehm. Ich finde Schultertatschen, Armtatschen, alles was so unbewusst geschieht, ohne mich eingezogen zu haben, finde ich nicht schön. Unter der Rubrik angefasst werden Abneigung, natürlich haben wir da Natrium, wir haben Sepia und umso schöner ist es dann, wenn ich solche Patienten in der Praxis habe und es gibt das Vertrauensverhältnis und ich darf sie berühren, das ist dann immer was Besonderes. Es gibt ja diese Kuschelpartys, ich habe also Dokumentation über das Berühren gelesen und dann habe ich gedacht, mein Gott, sind diese Menschen mutig, auf diese Kuschelpartys zu gehen, wo man also gar keinen kennt und wo man dann so Aufwärmübungen macht, wo man sich auch so zum Klops macht und dann wird man von fremden Leuten angefasst. Finde ich wirklich, also und zwar enge Berührung, also ganz nah. Und dann habe ich mir überlegt, na gut,
Aus anderen Kontext kenne ich das auch. Da finde ich das ganz normal. Beim Familienaufstellen liegt man sich auch im Arm. Aber da ist auch vorher diese Verbindung aufgebaut worden. Und das ist eine Ebene, da geht das dann. Und das ist für mich ganz normal. Neurophysiologisch wissen wir, also es ist wirklich messbar, was da im Hirn passiert. Es gab so eine süße Doku, ganz kurz, fasst mich an, warum Berührung wichtig ist. Und da ging es um Geburtstrauma beim ZDF. Und 10 Minuten Massage, was das schon ausgemacht hat. Einfach nur so ein bisschen Schultermassage, wie die Hautrezeptoren Weiterleitung an das Hirn geben, was einfach biochemisch passiert. Welche Neurotransmitter und Hormone ausgeschüttet werden. Und das ist einfach erwiesen, da setzt Entspannung ein. Also Berührung lässt uns einfach entspannen im richtigen Kontext. Der Blutdruck sinkt, der Herzschlag beruhigt sich, die Atemfrequenz geht runter. Es wird einfach mehr Sauerstoff in die Muskulatur ausgeschüttet, sodass Entspannung und Angespanntsein einfach, man kann locker lassen. Und diese Berührung, dieser Wunsch nach Berührung, das kennen wir seit frühester Kindheit, das ist in uns verankert. Da sind wir ganz oldschool und konservativ, das wird nie vorübergehen. Das ist Bedürfnis. Das ist sowas, ich rede heute, mein Anliegen ist auch, die rigiden, engen Persönlichkeiten anzusprechen. Also das wird sich niemals ändern und das freut mich so, das sagen zu können. Es gibt etwas, was sich niemals ändert und das ist das Bedürfnis nach Berührung und nach angefasst werden und nach Austausch von Zärtlichkeiten. So. Das erfreut den Anschein meines rigiden Herzens. Also, nichts ist so wirkungsvoll wie Berührung, das holt uns absolut ins Hier und Jetzt. Also das ganze Drama, berührt werden, hilft uns einfach hier zu sein und an das Gefühl ranzukommen. Was in uns ist. Ich habe mich mit Berührung auseinandergesetzt und das mache ich seit ich diesen Beruf ausübe, aber nochmal ganz neu seit Corona anfing. Und das war eine ganz schön schmerzhafte Auseinandersetzung, weil natürlich erstmal die Patienten Angst hatten, angefasst zu werden. Natürlich wurden Körpertherapien erstmal gemieden. Und was ich noch, das konnte ich noch verstehen und nachempfinden, aber dann war es so, dass Berührungen im Freundes- und Familienkreis auch abgenommen haben. Und dass die Angst um sich gegriffen hat und dass meine größte Angst war, also unter anderem zu verhungern, denn dieser Kaufwahn, der hat mich nicht ganz kalt gelassen und die Überlegung war, oh nein, wenn wir uns jetzt alle voneinander noch mehr distanzieren, wenn wir uns noch weniger berühren, was macht das mit uns, wenn wir jetzt diese Masken aufhaben und Angst vor Übertragung des Virus haben? Und diese Traurigkeit, die kam immer wieder, dieses Gefühl, werden wir dann noch weniger herzlich miteinander sein, werden wir uns noch weniger anfassen. Und das, da muss ich jetzt Haltung bewahren, weil das ist wirklich der Punkt, der mich sehr, sehr nachdenklich macht und wahnsinnig berührt und weil es auch mich selber betroffen hat. Das werde ich später nochmal erzählen. Also auf Verstandesebene höre ich, warum wir das machen sollen. Und auf der Herzebene kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich bin nicht frei davon. Und ich merke es im Kontext und ich merke, wie es so ein ich möchte und ich möchte nicht. Und die Angst und das Herz. Und es ist wirklich so ein Angst und diese Traurigkeit mit dem wir werden uns nicht mehr so viel berühren. Und so ähnlich erlebe ich das auch in der Praxis mit mit einigen von meinen Patienten. Ich habe viele Patienten, die also gerne kommen, die sehr berührungswillig sind, die sagen, ach wunderbar, das ist mein Ding, jetzt kann ich mich mir was abholen. Und die sehr, sehr offen sind. Unter anderem ist das Midorinum, es ist Phosphor, es ist Pulsatilla. Manchmal ist es auch Calcium, das kann so oder so sein, aber es ist wirklich eine Bereitschaft und ein Ja zum Berührtwerden und sich hinzugeben.
oder zu empfangen, anzunehmen. Aber ich liebe auch wirklich meine engen und ängstlichen und rigiden Patienten. Ich weiß nicht, ob du heute über Fritz Lehmann hast du ja gesprochen. Na, Fritz Lehmann, die rigiden Charaktere, die mit dem Zwangsverhalten, die sagen, ach, alles soll so bleiben, wie es ist. Der Wandel, das ist nicht so meins, Neues auch nicht. Ich halte hier lieber an dem fest, was ich kenne, die Sicherheit, Ordnung. Das mache ich alles über das Festhalten vom Gewohnten. Das sind dann die Leute, die also völlig verspannt, angespannt sind und mit einer großen Verzweiflung kommen, weil es nicht besser wird, auch teilweise nicht die Behandlung so schnell vonstatten geht, wie sie das gerne hätten, und es sich auch immer wieder zuzieht. Also in der Folge sich einstellen durch die Körpertherapie, dann darf das ein bestimmter Zeitraum sein oder also passiert auch gar nichts und sie sind nach der Therapie mal gleich wieder so. Alles zieht sich zu und das Gewebe wird immer wieder fest. Und da geht es darum, sie nicht unter Druck zu setzen, weil dieser Perfektionismus von diesen rigiden Charakteren sowieso schon so groß ist und dieses, warum schaffe ich es denn nicht, einen Therapieerfolg zu erzielen, macht sowieso schon so eng, dass man, und das muss ich selber als Patientin auch immer wieder lernen, es ist okay, es darf so sein, es ist halt so, ein bisschen Freiheit und ein bisschen Druck rausnehmen. Manchmal sind diese Erfolge bei den rigiden Patienten ganz klein und manchmal fällt ihnen das gar nicht so auf. Dann müssen sie wieder daran erinnert werden. Guck mal, was wir schon geschafft haben. Es ist nicht viel, aber die Schmerzen sind weniger, sie sind nicht so häufig. Die Patienten, die bei mir sind, die so sehr, sehr eng sind, häufig kommen die mit einem Physiotherapie-Rezept. Also es hat jemand gesagt, ich brauche das, es gibt eine medizinische Notwendigkeit und sie würden nicht auf die Idee kommen, sich eine Stunde Massage zu buchen und sich anfassen zu lassen und zu sagen, ich gönne mir mal was, sondern jemand anders hat gesagt, das ist gut für sie, ich habe auch ganz schlimme Schmerzen, dann ist Anfassen okay, dann ist auch was annehmen okay, dann darf ich mich auch mal fallen lassen, aber am besten, wenn es über das Rezept ist. Das ist ein bisschen eine Legitimation, genauso wie ich heute mir das abholen musste, dass die Kollegin gesagt hat, wenn die Schwangerschaft jetzt so anstrengend ist und wenn du nicht mehr kannst, dann wirst du langsam und dann guckst du, was du kannst und dann machst du nur, was geht. Aber, danke, aber das ging nur, weil es jemand anders gesagt hat. Zwei kurze Anekdoten von denen, die das ganz gut hinkriegen, von selber zu kommen und auch zu sagen, ach, hier bin ich und ich will was haben und ich lege mich jetzt hier auf die Liege, ist Midorinum. Und Midorinum ist immer ein Highlight, weil das Auftreten in der Praxis schon so schön ist. Also die Menschen, die reinkommen, die ich habe, sind eher so ein bisschen eher so Hyperton, also ein bisschen lauter, ein bisschen präsenter, nicht so sehr die verschreckten Medurinika, die unterdrückten, sondern eher boom. Und dann ist das immer ganz schön, weil es ist ja sehr einfach. Und dann, so, was soll ich denn jetzt alles ausziehen? Nur die Unterhose ist doch okay, die lasse ich an. Ja, gut, okay. Und ich lege mich dann schon mal hin, also da ist es. Und dann, also sie können bei mir richtig fest zudrücken, ich vertrage das. So richtig feste, ich bin nie aus Zucker, das war so also richtig knetig. Du kannst dich ruhig, ganze Kraft und sowas halte ich aus. Und dann krempel ich schon die Ärmel hoch und denke, okay, das wird jetzt hier so eine richtig anstrengende Behandlung. Und dann stelle ich mich auf beide Beine und weiß, jetzt gebe ich da auch so ein richtig schönes wie Pizzateig, wird da alles so durchgeknetet und so, dann hat man was auch zum Anfassen. Und dann ist es immer wieder oder öfter schon ein Fehler gewesen, zu denken, viel hilft viel, wie mir das der Patient ja auch vorher dann schon gesagt hat. Denn es gibt eine wahnsinnige Sensitivität der Medorinika.
Und dann habe ich so einen Schmerzpunkt gefunden, so einen Triggerpunkt und denke dann, ich muss jetzt viel. Der hat gesagt, er will viel und so. Brauche ich gar nicht. Es ist dann wirklich erstaunlich, dass die Intensität nicht ausschlaggebend ist, um diesen verschwappten Triggerpunkt zu behandeln. Denn wenn die Kliniker eine wirklich feine Wahrnehmung dann auch. Und dann sagt er, okay, Sie drücken jetzt aber schon ganz schön doll, oder? Und dann muss ich aufpassen, weil wenn ich dann sage, nee, dann ist das wirklich erschreckend, weil das dann, was? Und dann sage ich, naja, das ist schon eine schmerzhafte Stelle hier und so, das ist bei den meisten Menschen ganz schön schlimm. Und Sie sind aber ein sensitiver Mensch und dann geht da so eine Lampe an. Und wie meinen Sie das? Also, sensitiv heißt Weichei. Und dann sage ich, nee, sensitiv heißt, Sie sind fein wahrnehmend. Aber das ist doch das Gleiche wie Weichei. Und dann sage ich, nee, das ist nicht das Gleiche wie Weichei. Das ist einfach, Sie spüren gut. Und das rattert dann richtig, alles, das gibt es gar nicht, weil eigentlich ist dieses zur Thai-Massage gehen und dass sie dann über den Rücken läuft und dann noch so richtig einknackt und beim Orthopäden von links nach rechts geworfen werden und so, das ist total normal. Und es ist eine ganz neue Erfahrung, dass es gar nicht so viel braucht, damit sie etwas spüren können. Also das ist wirklich interessant. Diese Patienten, jetzt habe ich mich das auch, die neigen eher zur Überbeweglichkeit. Also was die Medoniker gerne machen, ist auch permanent die Halswirbelsäule einrenken, das ISG einrenken, die Finger einrenken, es wird immer schön eingerenkt und es kann ruhig bumsen und das ist gut. Und diese Überbeweglichkeit, das ist überhaupt nicht so gut, dann permanent einzurenken. Aber es scheppert so schön und man hört was und es ist ein Erfolg und da tut sich was. Dann, andere kleine Anekdote, bevor ich zu den Rigiden komme, ist Pulsatilla. Pulsatilla hat auch ein ganz, ganz großes Ja zum angefasst werden und zum sich hingeben und ist aber deutlich anders und ein bisschen scheuer. Also die reden auch gerne viel und aber vor allem Liebesbekundung. Ich habe mich so auf die Behandlung gefreut. Endlich tut mal jemand was für mich. Das ist so schön. Kann ich mich schütteln und so. Und dann ist es so, wenn man dieses Gewebe anfasst, es ist wie, als würde das juchzen. Also man geht in diese